Hallo YouTube und herzlich willkommen auf evo2k.tv zu einer neuen Folge von NHL 17, dem DL-Saisonmodus, wo uns heute das 21. Spiel gegen die Iserlohn Roosters erwartet. Das erste Aufeinandertreffen ist ja nicht so gut gelaufen, haben wir 7:2 eiskalt verloren. So wie die Haie in der Realität gewonnen haben, so haben wir hier in der Realität, Quatsch, in der Realität, im Spiel verloren. Dafür möchten wir uns natürlich rächen. Iserlohn aktuell in der Tabelle mit 35 Punkten auf Platz 5, also 7 Punkte hinter uns. Heute müssen wir auf einen weiteren Haie-Spieler verzichten. Ich glaube, Johannes Salmonsson hat sich am letzten Spiel verletzt, deswegen heute Erik Valentin im Kader. Und wir hoffen einfach mal, dass er seinen Job gut macht und uns heute gegen die Roosters, gut unterstützen wird. Jo, und da sind wir in der Iserlohner Eisarena oder Iserlohner Eisstadion. Ich weiß gar nicht, wie es wirklich heißt. Das können wir ja mal googeln, solange die zwei Herrschaften hier noch labern. Ich war ja schon mal da, beim glorreichen 7:1, wo die Haie total untergegangen sind. So, hier sind mal die Tabelle. Was haben wir denn hier? Eissporthalle Iserlohn heißt das Ding. Also 65 Tore haben wir bis jetzt erzielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Hier Chad Picard, 2,37 Gegentore pro Spiel, eine Fangquote von 91%, 10 Siege, 8 Niederlagen, 1 Overtime-Niederlage, 0 Shutouts. Da sind wir beim Gustl ein bisschen besser. Chad Picard ist übrigens Deutscher. Müssen wir mal in Iserlohn fragen, warum eigentlich. Gustav Wessler, 13 Siege, 3 Niederlagen, 0 Overtime-Niederlagen, 2,14 Gegentore pro Spiel und eine Fangquote von 87,7 und 4 Shutouts. So, und da sind wir beim Bulli. Rallo gegen Hager. Ah, und das gewinnt der Iserlohner. Oh, Lalonde, gut die Scheibe abgefangen. Leitet den Konter ein über Boucher. Hager, Scheibe aber nicht in der Kontrolle. Lalonde. Ah, schade. Picard. Erster Save. Und nochmal Hager beim Bulli. Ach, Mann. Scheiße. So, Hager. Boucher. Eriksson. Och, das gibt's nicht. Mann! Good play up the right wing. He's got it. So, Sean Lalonde. Ach man. Er blockt. Steht die sich gegenseitig mit Glasson? Jojinski. Ach Mann. Und jetzt vielleicht Gogula mit der Chance. Nein! Hospelt. Eriksson. Das gibt's nicht. Turnbull. Gibt's auch nicht. So, jetzt Eriksson. Kriegt einen Schläger ins Gesicht und es gibt ein Powerplay. Wen haben wir denn drauf? Christian Ehrhoff, Corey Potter, Hospelt, Turnbull und Boucher. Und das war mal gar nichts. Wie ihr seht, ich habe übrigens oben die Ergebnisanzeige kleiner gestellt. Weil, wo die so groß war, habe ich ja total oft kritisiert, dass man gar nichts sieht, wenn man oben im Angriffsdrittel ist. Scheiße. Oh, jetzt mal Corey Potter über Boucher. Ja, und da bin ich der Einzige hier. Potter, oh, hier drüber. Turnbull. Nein, Hospelt verpasst. Und das sollten sie wohl überstanden haben, die Iserlohner. Und Turnbull. Nein! Ashton Rome.
einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der DL. Hundertprozentig. Ob das jetzt Ironie ist, könnt ihr euch selbst aussuchen. So, Dane Byers, Reihe 3, endlich mal auf dem Eis. Mann. Ah, Moritz Müller fängt die Scheibe ab. Und jetzt geht er. Mulock, ah Mann, Spieler des Monats. Echt viel getroffen hier in dem Monat. Ich weiß gar nicht, welcher Monat. Es müsste eigentlich November sein aktuell. Boah, so ist er. Looking to Ross. Oh, Weslow. Mit dem Schläger, Caporusso. Nein! Hat er? Uah. So, Sulzer auf Valentin. Nein! Oh, scheiße, Mann. Komm raus da. Potter. Valentin. Nick Latter. Oh, gehalten von Picard. Sulzer. Oh nein, Caporusso. Aber da war der Schläger dazwischen. Jetzt Uvira. Ich krieg, ey, da kriegst du einen zu viel. Warum? Warum? Geht dieser Puck bitte verloren? Jo, das hätte jetzt noch gefehlt. Ach, Mann, ey. Also wer das Spiel programmiert hat hier, das ist echt, keine Ahnung. Wenn man das Spiel als eine Beta bezeichnet, das wäre noch eine Beleidigung. Oh, Latta verpasst. Christian Ehrhoff. Gucken, ob wir mit dem was reißen. Nee. Mann. So, jetzt Nick Latta. Oh, Erik Valentin. Mega gute Chance. Zum 1-0. Aber wir gehen mit 0-0 in die Pause. Vom Gefühl würde ich sagen, dass wir eigentlich mehr Chancen haben. 6-1. Jo, das hätte noch gefehlt, wenn eben das eine Ding von Iserlohn reingegangen wäre. So, Hager gegen Rallo. Und das gewinnt Hager. Jetzt Jones. Jawohl! Das war mal nett, dass sie mir so viel Platz gelassen haben, aber es war auch wieder so, dass... Das ist so eine der Momente in NHL 17. Du kannst total leicht in den ersten Sekunden Tore erzielen, du kannst aber auch sehr, sehr leicht in den ersten Sekunden Tore fangen. Ja, mal Picard mal schön verladen. Hager und Eriksen die Assistenten. Hager scored weiter. Eriksen auf Jones. Hager. Oh, da hat sich einer dazwischen geschmissen. Jujinski. Weslow! Alter Schäde. Oh, jetzt Boucher. Auf Eriksen zurückgelegt. Sean Lalonde. Ah, geblockt. Oh! Das ist so geil, wie die immer mit ihrer Hand daneben greifen. Als würde der Puck da hin und her springen und wäre total unkontrollierbar. Wow. Mega Glück gehabt. So, Jones auf Ehrhoff. Boah, schade. Haben wir es mal probiert mit Ehrhoff. Aber es war eigentlich aussichtslos. So, Potter gegen Jujinski. Und Hager, wie viel Eiszeit möchte er eigentlich noch haben hier?
Sind jetzt seit 6 Minuten gleich drauf und jetzt Turnbull. Potter. Oh, Erhoff, schade. Nicht richtig erwischt. Scheiße. With a strong wrist shot, padded away. Oh, nein, Mann! I'm not sure how we stopped that first one. So, Moritz Müller. Genau, Sulzer. Alter Schwede, zum zweiten Mal passiert das hier. Aber das liegt nicht am Sulzer, das liegt einfach an dieser beschissenen KI. So, jetzt Kai Hospelt. Nein! Mann! Oh, Ross, oh Gott. Mega Glück gehabt. Oh, jetzt Dane Byers. Oh. Genau, da sollte der Pass auch hingehen. Alter, Weslau, Mann. So, jetzt Kremmer auf Erik Valentin. Boah. Oh, Strafe gegen Iserlohn. Das war ein Check gegen Valentin, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Ja, Hospital verliert es. Aber Erhoff fängt ab. Und jetzt Turnbull. Wer hat denn die Scheibe, Mann? Ich kann wahrscheinlich das Powerplay jetzt schon wieder vergessen, genau. Sehr schön. Genau da sollten wir hingehen. Und Kai Hospelt! Christian Erhoff mit dem Assist. Haben wir mal Platz bekommen. Drittes Tor der Saison. And the sky's the limit the way they've been playing. Under 7 minutes to go here in the second. Just recently another goal, and so the lead is two. Kai Hospelt, assisted around through the corner. Christian Erhoff, and by number 71, slides it to the point to Erhoff. Nein! Scheiße, mit Erhoff ins Abseits gelaufen. Und Latta verliert's Bulli. Boah, knapp vorbei. Nein, Mann, Latta, was machst du denn? So, Erik Valentin jetzt. Trägt die Scheibe rein auf Latta. Oh. Jones hat die Chance. Warum ist denn Jones jetzt schon da? Ey, ich spiel so einen Scheiß da. The Roosters through the neutral zone, move it along. So, Valentin auf Ryan Jones. Aber da ist leider mit 4 Iserlohnern dicht. Hager. Eriksen. Oh, Pfosten! So, Boucher. Oh. Oh. Und damit steht's 2-0 nach dem zweiten Drittel. Schönes Powerplay-Tor haben wir noch rausgespielt. Schussstatistik 15-3.
Warum bin ich so dominant hier in dem Spiel? Third period just underway. That pass is cut. Right where the boards turn, he's got it. Whoa. Beslow! Gott. These saves are all about positioning. Lucked out of the defensive zone. The poke check worked. Man. Moved along and in. Decides he wants the corner. Whoa. Lalonde ist da irgendwie noch zur Stelle. And it's a good pickup. Ja, genau. Cologne's got possession in their own end. Now it's directed to Boucher. Nein! Da wird er noch entscheidend berührt. So, jetzt Frederik Eriksen. Ryan Jones. Oh. Lalonde. Kugula. Oh, jawohl! Der kam jetzt irgendwie zu Jones, obwohl der da gar nicht hinkommen sollte. Das schauen wir uns in der Wiederholung an. Doppelpack Ryan Jones. Sechster Saisontreffer. Den wollte ich eigentlich da hoch in das Tor spielen, deswegen habe ich das so lange gebraucht, bis ich geschossen habe. Gogula und Lalonde, die Assistenten. So, jetzt Erhoff auf Potter. Nein. Oh, verdammt. Ryan Jones, ein Tor bis zum Hattrick. Das hätten wir uns denken können, nachdem wir das eben erwähnt haben mit zwei Toren. Und da ist das Tor. 4:0. Corey Potter. Was ist denn hier los? Die ganze Zeit tue ich mich so schwer und jetzt hier Iserlohn darf ich abschießen oder was? Ich bin nur auf Platz 5 in der Tabelle. So, Corey Potter, dritter Saisontreffer. Nach Assist von Kai Hosbild. So, Erhoff auf Turnbull. Nein. Oh, 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 oh. Alter Schwede. So, Erhoff auf Hosbild. Der zu Gugula. Och Mann, ey, ich mit Erhoff habe ich es nicht so drauf. Der ist zu gut, glaube ich. Das ist aber bei FIFA auch immer so mit den Spielern, die so ein hohes Rating haben. Da will ich mal total versuchen, oder versuche ich mal total zu zaubern. The advantage is four goals. Gains the blue line. And he gains the zone. Delay penalty. Oh, jetzt krieg ich auch eine Strafe mit Erhoff wegen Behinderung. Erhoff's getting a minor for interference. Ach, jo. There's always a start to your power play night, and this is number one. To draw the tie up and und Veslau. Nein, 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 nein. Oh Gott, den halte ich jetzt mal fest. Ich habe viel zu schnell die Knöpfe hier gedrückt. 1:43 rum. Ja, genau, Herr Müller. Sehr stark. Sie sind zu Recht der Kapitän dieser Mannschaft. Ach, Mann. Was ist das denn hier? Alter Müller. Hallo, das ist gerade wieder so typisch EA hier. So, Mulock. Carried right down the middle of the ice. Oh, alter Schwede. Jujinski! Oh, Alter! Haben wir Mehl hier! Und jetzt Müller. Moritz Müller. Christian Erhoff kriegt die Scheibe nicht kontrolliert. Caporusso, jetzt sind wir die Iserlohner ganz schön am Drücken hier. Und Christian Erhoff.
trägt die Scheibe ins Drittel von den Iserlohnern auf Eriksen. Moritz Müller, oh, gehalten. Gogula auf Turnbull und das gibt eine Strafe gegen Iserlohn. Sogar zwei Strafen geben können. So, wen haben wir denn? Erhoff. Ja, Mann, Christian Erhoff, 5:0. Das ging schnell, das Powerplay-Tor. Alter, was ist hier los? Hinspiel verliere ich 7:2 und hier gewinne ich jetzt 5:0 oder was, ey. Das ist echt so typisch EA. So, Erhoff auf Jones. Boucher, Mann. Oh, Boucher, verdammt. Scherdammt. Ja, kommst du wieder nicht hoch, Mann. Forcing attention in deep. He's got that point pass. Whoa, Alter. Great glove save, but it's loose. Chips it back. Still no shot to the half wall. Waits with it. Dishes it back. It's blocked. Oh, Westlau fängt den mal voll locker mit der Hand. Mann, ey, ich komme hier nicht raus. Oh, jetzt Ryan Jones. Jones has a couple in this game. It's been an easy night for his team. Hager verpasst, verdammt. Attack zone possession here. Erhoff. Mann. Iserlohn's carrying through along the boards. Two guys together with force. Reihe 4 hat heute kaum Eiszeit bekommen, oder? Aber jetzt mal Uvira vielleicht mit der Chance. Ach man, Picker rein. Letzte Minute, 5:0 steht's. Westlau steht kurz vor seinem nächsten Shutout. Und jetzt nochmal Erhoff. Lalonde. Nochmal Erhoff. Ah. Und, oh, die haben den Torwart gewechselt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Matthias Lange im Tor. Wir müssen eigentlich noch ein Tor machen. Shutout-Serie. Zwei Spiele von Matthias Lange. No, Eriksson. 27 Sekunden. Wessler auf Gogula. Geht da noch was? Das war meiner Meinung nach voll abseits. Nein. Lalonde. Ja, Mann, da machen wir noch das 6:0. Und damit wenige Sekunden vor Schluss zerstören wir die Shutout-Serie von Matthias Lange. Ey, ohne Scheiß, ich verstehe das nicht. Das ist wie am Anfang. Da habe ich auch zu 0 gespielt. Und dann kommen dann da so Spiele, wo du auf einmal keine Chance mehr hast. Beziehungsweise so, die am Kombinieren sind. Ich weiß genau, das wird hier wieder der Fall sein. Turnbull mit dem Assist. So, und das sollte es wohl gewesen sein. Jawohl, 6:0 Sieg. Nächster Shutout für Gustav Westlau nach langer, langer Zeit. Kamera immer noch genauso scheiße wie vorher. 22:11 Schüsse. Ich weiß auch nicht, warum wir so dominant hier waren. Ich verstehe es nicht. Ryan Jones, Sean Lalonde und Kai Ospel, die Spieler des Tages. Und dann reisen wir nochmal schön zurück ins Hauptmenü. Jo, da sind wir. Dann schauen wir uns mal die Tabelle an. Halt, stopp. Was vergessen? Ich muss natürlich erst wieder hin simulieren, damit ich euch die Tabelle zeigen kann. Marcel Oman steht im nächsten Spiel wieder zur Verfügung. Das ist schön. Den werden wir auch für Erik Valentin wieder bringen. So, also schauen wir uns jetzt mal hier die Tabelle an. So, wir sind Erster, 45 Punkte. Ingolstadt hat anscheinend gepatzt. Sie haben 44 Punkte. Dann die Grizzlies
Wolfsburg mit 38, Thomas Sabo Eistagers 38, Düsseldorf 36, Schwenningen auf 6 mit 36, dann Iserlohn mit 35 auf 7, Eisbären Berlin mit 35 auf 8, Bremerhaven 33 Punkte auf 9, München, unser heutiger Gegner, ach Quatsch, heutiger, morgiger Gegner natürlich, ich werde aber heute aufnehmen, mit 32 Punkten auf 10, Adler Mannheim mit 32 Punkten auf 11, Straubing mit 26 Punkten auf 12, Augsburg mit 22 Punkten auf 13 und Krefeld mit 22 Punkten auf dem 14. Platz. Dann kommen wir noch zu den Topspielern. Ja, Moment, das sind nur wir. Sean Lalonde auf jeden Fall unser stärkster Spieler. Ryan McMurtry 23 Punkte. Steven Rheinprecht 22 Punkte. Darren Oliver mit 21 Punkten. Und dann ein Block mit 20ern. Marcel Gotsch, Andrew Kocek, Michi Wolf, Blaine Down, Norm Miley und Jason Jeffrey. Aber dann auch endlich mit Sean Lalonde sind wir mit 19 Punkten. Ebenfalls mit Brent Aubin und Barry Tellexen in der Lauerstellung. Nun gut, also wie gesagt, morgen geht es dann weiter mit dem Spiel gegen München und das möchte ich auch nochmal jetzt erwähnen, also es gibt wirklich jeden Tag bis zum Ende von der DEL-Saison um 17 Uhr eine neue Folge, das ist genauso bei FIFA ist es 16 Uhr und bei WWE ist es 12 Uhr, aber wie gesagt, NHL jeden Tag 17 Uhr eine neue Folge, ich bin auf jeden Fall an dieser Stelle raus, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, oben, wenn es noch nicht passiert ist, noch ein Abo. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal und ciao.